Hallo Freunde, was für ein Tag, was für ein Tag, was ist denn heute los? Sag doch mal Schnuppelchen, was ist denn los mit dir hier, was ist denn los mit der Kleinen? Ich bin der Professor Dr. Gynäkologenbest und du setz dich mal schön hier auf ein Günstühlchen, hä? Komm hier, setz dich mal hier hin, hä? Ich fühle mich hier nicht wohl. Setz dich mal hin hier, Liebchen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Liebchen, setz dich hin. Ich bin hier Praxis-Dr. Flutschifinger und da kannst du dich mal hier auf das Stühlchen setzen. Da gucken wir mal. Tut das auch nicht weh? Nein, nein, das ist ganz elegant, ja? Ich hab da auch so einen Mickey-Maus-Handschuh, der tut ja nicht weh. Hm? Na gut. So, da lass mal der Onkel Doktor gucken. Warte, oh, da hab ich auch falsche Knöpfchen. Sekunde, Sekunde, bin ich abgerutscht. So, hier, ganz vorsichtig hier, Sekunde. Ja, hier, ist ruhig, so, warte. Muss ich gucken? Was haben wir denn da? Aha! Was habe ich denn da hier rausgepult? Das ist ja ekelhaft. So, können Sie mal bitte hier reinstrullern? Dankeschön. Alter, das Ding, was da liegt. Alter, nee. So. Du weißt, wie das aussah, oder? Du weißt nicht. Was? Was? Wie sah das denn aus? Wie sah das denn aus? Nee, ist schon gut. Nee, das will ich jetzt wissen. Meinst du vielleicht so einen kleinen, ja, genau. Kohleboy? So, ja. Oh, Entschuldigung, ey, ist böse. Wieso habe ich... Entschuldigung, wieso habe ich einen Iron Anvil und so? Weiß ich nicht, was du mit dir immer rumschleppst. Und so ein paar Sachen? Hä? Gut, wir waren ja in einem Labor letzte Mal. Aber da gehen wir ja gleich nochmal hin. Vielleicht. Defectors Pants? Warum habe ich die genau mit? Ich weiß es gar nicht. Und ich habe noch irgendwie so ein paar... Ja, ja, wir müssen ja in der heutigen Folge... Wir haben ja wieder geplant. Und wenn wir planen, dann ziehen wir es natürlich immer durch. Ne? Ja, ja, wir sind ja auch sehr konsequent. Ja, ja, das, so kennt man uns, so kennt man uns. Wir ziehen durch. Aber sowas von. Bei allem. Wir ziehen einen durch. So. Wo sind denn die Türen? Ich hab keine Allüren, ich suche nur die Türen. Dürfte ich sie führen? Werde ich das spüren? Moment, ich muss mir die Schuhe zuschnüren. Das finde ich rühren. ich habe ja eine Tür, die haben wir tatsächlich noch nicht drin. Oder ich bin zu blind. Nee, das kann schon sein. Das ist wahrscheinlich wieder eine Tür, wo so ein kleiner Kratzer drauf ist. Dann ist das sofort eine andere Beschreibung. Ah, so eine Ship-Door. So eine, wie wir ja schon eingebaut haben. Ah. Kennst du Ship, das Magazin? Das sind die Door dazu. Ja. Das ist so. Damit die Redakteure nicht weglaufen. Dann haben wir hier noch, da haben wir auch noch. Und hier haben wir auch, da haben wir. Tue ich mal alle drin. Ach, da habe ich noch zwei Apex Security Door, einen super Hammer mit 14 Schaden, den ich zufällig gerade aus Versehen in den Mülleimer geschmissen habe. Was habe ich hier noch? Wizard Rope Top. Ach ja. Mein ganzes Inventar besteht bald nur noch aus Anziehsachen. Ich bin so ein Modeopfer. So ein Hipster-Affe. Ja, echt ekelhaft. Widerlich. So, 4 Cobblestone, 457 Sifferde, 6 Wandpaneele. Die kann man eigentlich. Was machst du da? Hipster, du. Mann, ich muss dich ja schießen. Als Hipster. Passer. Was? Ach so. Aber das, du weißt schon, dass mir das auch wehtut, oder? Nee, leider ja nicht. Wir haben auch Gefühle, ja. Wir haben auch Feelings, ey, diepe Feelings. Ja, das check mal die Reality, Alter. Check mal die Reality. So, oh, ist mein Wipe voll gesplashed gerade, ey. Warte mal, da habe ich hier noch diese Dinge zufällig so. Man weiß ja nie, wann man es braucht. Und hier haben wir bestimmt einen Anvil drin, das wusste ich. Dann tue ich den nächsten auch da rein und dann habe ich noch diese komischen schwarzen Dinger. Wieso habe ich die überhaupt in der Tasche? Jetzt haben wir schon 15 Stück davon. Huch! Ins Klo gefallen. Ja, aus Versehen. Wissenschaft bei der Arbeit. Hier habe ich noch 2 Old Chests und 3 Pussplum-Seeds. Ich bin gleich fertig. Eigentlich wollten wir das offscreen machen. Jetzt machen wir das doch am Anfang der Folge, weil wir währenddessen was anderes vorbereitet haben, was euch bestimmt zugute kommt. Ne, oh, Tobi, ja. Sag doch, dass es gut war. Es war super. Juhu. Vor allem spart es uns ein bisschen Zeit. Ja, da müssen wir nicht, ein bisschen vor allen Dingen, da müssen wir nicht 30 ja. Milliarden Folgen hier alles abklappern. Wir haben uns nämlich gekümmert. Wir kümmern uns. Um kleine Tigerbabys.
Ja, im Zoo. Keinen Bock mehr auf Giraffen hatten. Was? Geh doch mal die Löwen füttern, Tobi, ja? Ja, immer, mach ich, ja. Mit den Händen. Stumpi, Stumpi, lalalala. So, wir wollten eine Folge aufnehmen. Ach, wollen wir anfangen? Der Aufnahme jetzt. So, wir haben was vor, nämlich mit euch. Das erste, was wir machen, sind wir doch schon im Delta-Quadranten eigentlich oder nicht so? Nee, wir sind am Alpha-Quadranten. Ja, holla die Waldfee. Dann machen wir das jetzt taktisch klug. Wir machen jetzt aus dem Alpha-Quadranten, ne? Da wir ja sowieso schon mal hier sind, gucken wir mal ganz kurz. 880. Pass meine auf. Telefonnummer übrigens. Ja, 26972. Das war die Vorwahl. Und jetzt kommt die eigentliche Nummer. Minus 288 0366. Das ist doch deine Nummer, ne? Ach, warte mal, Handy klingelt, warte. Ja, warte. Hallo, was ist denn? Canopus Minoris 1D. Canopus. Vielleicht stimmt das ja gar nicht mehr. Vielleicht ist das noch eine Pre-Wipe-Koordinate. Canopus Minoris 1D 88026 minus 288 0366. Ist doch richtig. Gibt es nicht mehr. Komm ich hier zu Alpha Atlas 80. Ist falsch, gibt's nicht mehr. Das ist bestimmt eine Pre-Wipe Koordinate, die haben ja. Vielleicht ist der Planet auch umgenannt worden, einfach mal. Oder ist der dann komplett auch anders? Hier habe ich Crew Minoris, aber. Nee, ich finde das nicht hier. Also ich könnte jetzt da hinfliegen, aber da erwartet uns bestimmt nicht das, was wir uns erwarten, was uns da erwartet. Dann gib doch mal die nächste Koordinate vielleicht ein, vielleicht gibt's die ja. Oh, war ja. Ich hoffe, das sind nicht alles Prä-Dingens. Okay. 249 14 249 14 247. Boah, ist schwer, aber so viele Zahlen in die Übersicht zu behalten gerade. Minus 615. Ich habe ja noch ganz viel mehr Zahlen. 4, das ist ja, 3, ist ja 2, 4, YouTuber, ne? Die können ja sonst nichts außer zocken. Genau, deswegen. Warte. Alpha Aparte 665. Oh. Nee, ich glaube, das ist irgendwie Oll. Nein. Das ist jetzt ein bisschen. Wir haben uns extra vorbereitet. Wir haben uns extra vorbereitet, Alter. Das ist uns nie passiert. Wenn wir uns nicht vorbereiten, läuft's besser, Alter. Da sind wir jetzt schon. Wir haben ja wieder viele Abenteuer durchlebt. Scheiße, ey. Haben wir hier wenigstens was anderes? Ich hoffe, die Koordinate stimmt wenigstens. Also, wenn nicht, dann ganz ehrlich, dann fress ich. Ja, das ist es aber auch einfach. Deswegen gar nicht einfach für Klausuren gar nicht erst üben, bringt eh nichts. Einfach. Kommt rein. Eh was anderes dran, als man dachte. Sieht man ja. Ja. Eben. Egal, wie man sich im Leben vorbereitet, lieber einfach vor sich hin leben. Nichts machen. So, mal gucken, ob Kia Ora Alpha Harobet. Alpha. Ja, das ist die Mutter von Chiara Ohofen, ne? Ja, genau. Alpha Harobet 0621. Gibt's hier auch nicht mehr. Nein. Das kann man knicken. Tolle Wurst. Nu? Ja, soll ich es mal probieren im Gamma-Sektor? Ja, hoffentlich klappen die jetzt, oder? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich probiere mal ganz kurz was ganz Offensichtliches. So, 2. Das ist eine ganz offensichtliche Koordinate. Minus 2. Gamma Shadow Majoris. Die gibt's alle gar nicht mehr. Die gibt's alle überhaupt nicht mehr. Ich hätte vielleicht nicht. Hätte vielleicht nicht alte Beiträge durchgehen sollen. Aber du hast den Wille gezeigt, das ist ja die Hauptsache. Ja, das Problem ist, wir haben uns nämlich extra Gamma Delta End Majoris. Gamma Shadow Majoris. Kann man hier nicht suchen? Nee, ich glaube, ist durch. Die finden wir hier nicht mehr. No. No. Und jetzt?
Weiß nicht. Ich setze mich hin. Mir ist gerade schwindelig. Bin deprimiert. Bleiben jetzt einfach die nächste halbe Stunde hier so sitzen. Doof. Every night in my Ich könnte... Nein, könntest du nicht. Also ich habe hier angeschlossen. Nein, was? Nein, was? Nein, könntest du nicht. Na warte, in? Layer left. 40 Minuten hast du keinen Geburtstag mehr. Beta Lambda? Kein Beta Lambda, Alter, die Koordinaten stimmen alle nicht mehr. Sind alle für den Arsch. Mann. Hm. Okay. Vielleicht flattern wir einfach so zu einem Delta-Planeten oder sowas und probieren da mal unser Glück. Zum Delta-Planeten? Oder wo wir gerade sind? Im Delta-Sektor, ja, wir fliegen einfach durch. Wir sind gerade im Alpha-Quadranten. Aber ich würde sagen, wir schlagen uns dann echt durch den Delta-Sektor, ne? Ja, also bis wir halt die Möglichkeit haben, nochmal zu gucken, ob wir nicht doch nochmal aktuellere Koordinaten finden. Hier, ich fliege jetzt einfach mal die nächstbesten Planeten da an. Ist mir jetzt auch egal, damit wir hier... Weißt du, wir versauern hier sonst, Tobi. Wir versauern! Sauern! Der Sitz hat sich schon meinem Arsch angepasst. Versauern! Versauern! Tobi? Ja? Versauern! Oh, Alter, der Blitz! Geil! Tobi? Ja? Na, riech mal. Das ist echt das Schäbigste überhaupt. Das ist doch schlimmer als bei RTL, der Humor, Alter. Oh, ekelhaft. So, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir sind, übrigens. Oh. Oh. Oh, guck mal. Was denn? Wie der aussieht. Warte. Alter! Oh, da ist eine Kiste. Kiste gefunden und sofort eine Knarre drin. 39 Schaden? Boah, geil. Oh, ich habe eine neue Waffe. Was denn für eine? Boah, geil. Alter, cool. Richtig geiles Ding. Was ist das? Was war das denn Schäbiges? Alter. Und nicht. Jetzt diese T-Shirt-Kanone. Wieso kostet das überhaupt Energie? Aber die so. Hä? Boah. Macht 39 Schaden pro Sekunde angeblich. Oder ich splash die sofort los, wenn du vielleicht ein Monster triffst, schieß mal auf so ein Fieder. Dann ist das bestimmt nicht schlecht. Zielgenauigkeit ist damit echt easy. Oh, au. Alter. Muss mal eben... Oh, und essen muss ich auch mal langs... was? Okay, das ist die beste Knarre, die ich jemals... Boah. So geil, das ist so ein Riesenteil und da machst du nur so... Ich fühle mich diskriminiert. Hobby? Boah, was ist das denn? Kennst du diese Tennismaschine? Warte mal. Alter. Geil. Voll die Palme. Geil. Und weißt du was? Alter. Also, wir sind ja wieder auf dem Wüstenplaneten. Ach ja. Und wenn ich hier sehe, wie viel Titanium, Alter, und da drüben und überhaupt und oh. Ich glaube, wir werden erstmal ein bisschen farmen müssen wieder. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, warum wir Kupfer farmen müssen. Müssen wir überhaupt farmen, sag mal? Nee, eigentlich haben wir überhaupt keinen Platz in unserem Shiplocker. Aber wenn ich das da hinten so sehe, ich meine, das kann man doch nicht einfach im Sand liegen lassen hier. Das ist lauter Titanium, davon haben wir noch nicht genug.
Titanium brauchen wir vielleicht tatsächlich noch für diese komischen Dura-Steel-Bars, oder die heißen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Weil die braucht man tatsächlich, also ist es vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn wir hier nur ein bisschen, ne, und so. Ja, gehen wir komplett unter die Erde oder laufen wir hier erst noch ein bisschen rum vorher? Eine gute Frage. Au, Alter! Wieso kriege ich denn dadurch Schaden? Das freue ich mich aber auch gerade. Ja, Diamanten nehme ich mal mit, ne? Einfach weil es Diamanten sind. Dann nehme ich mal die Kohle mit. Oh oh. Ist das? Ja, das ist. Na super. Hat sich gerade erledigt die Frage, ob wir oben oder unten rumlaufen. Ja, ich glaube auch. Oh, könnt noch mal gucken, ob wir uns bald einen Drill machen können. Ein Drill Sergeant? Captain Jack oder was? Boah, Alter. Was denn? Magst du Captain Jack? Nee, aber so viel Rohstoffe. Aber Tommy! Copper ist jetzt. Alter! Gerne, gern geschehen. Ich, Tobi! Tobi! Oh, hi. Tobi? Warst schon mal in Nairobi? Alter. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, Alter. Offenbar schon. Alter! Wow! Geil! Scheiße, das hast du alles eingesackt. Das ist auch egal. Ist ja fürs 33 Titanium. Geil. Oh. Und da geht er gleich weg vom Sandhaufen. Bist du bekloppt? Guck mal, was da drin ist, Junge. Ich wollte dir das lassen. Fürs Team? Ja. Warte, ich komm mit. Alter. Ich liebe Sandplaneten. Ja, die sind zum Farmen echt am geilsten. So, was ich hier unten mal mache, ich stelle meine Tech mal um gerade. Tschüss. Ah, ich höre schon wieder regnen. Na, wenn es draußen regnet, dann können wir eh erstmal hier drin bleiben. Ja, ich glaube auch. Oh, hier ist Kies. Sutherland? Nee, Alicia. Ah, aber. Der Witz wird niemals alt. Nee. So, hier ist, oh, Kies, geil. Schalte ich jetzt erst. Ich da unten das Licht rumhüpfen sehe. Oh. Bist wir du... Wir sind ja im Delta-Sektor. Vielleicht sollte ich da nicht... auf... Tot? Nein. Ich bin... Boah. Boah, die machen aber richtig Schaden, Alter. Ich glaube, ich bin auch gleich weg. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, die Knarre im Schiff zu zünden. Wenn du Eier hast. Mal hochhealen, ey. Die machen böse Schaden hier unten. Aber die bringen auch 170 Pixel, haben die gerade gebracht. Das ist natürlich super. Theoretisch. Wenn man nicht stirbt, ist das gut, ja? Ja, ja, das stimmt. Wenn man nicht stirbt, hat vieles Vorteile. Da kann man vieles genießen, was als Toter schwer wäre. Ja. Zum Beispiel das Leben. bin ich hier? Oh, Titanium. Titanium in excelsis Deo. Mehr. Mit Kies. Oh. Oh. Nein, nein! Oh. Hm? Oh, das ist aber mies, wenn einem der Boden unter den Füßen wegbricht, da kommt so ein Vieh angesprungen. Ja, es geht einem im Leben öfter mal so. So viel zum Thema Depressionen ab 30. Weg. Weg. So. Boah, geil, ich habe Wasser gefunden. Geil. Das ist der Hammer. Und es wurde noch nicht von Nestle abgezapft. So. Was sammle ich hier eigentlich gerade? Silberohre? Silberohre brauchen wir natürlich nicht.
Hallo? Hilfe? Jetzt soll ich auch mal eine Fackel ab und zu anbringen. Das mache ich irgendwie gar nicht mehr. Was machst du? Du alte Schogette. Ich hab mich gerade noch durch Kies und hab gerade Gold gefunden. Ah, das ist natürlich vorbildlich. Ich get ihn gerade very hungry. Das ist auch sehr vorbildlich. Wo bist du eigentlich? Bist du wieder auf dem Planeten? Ja. Klar. Ja, ich bin wieder auf dem Planeten. Und tot? Nein. Hast du deine Megawaffe? Meine Megawaffe? Ja. Machst du dich lustig über mein prächtiges Geschoss, oder? Nein, nein, nein. Freut mich ja für dich, dass du auch mal was gefunden hast. Ja. Au. Hat sich auch voll gelohnt. Glaub ich tot. Fup. Nein. Bist du noch nicht tot? Nee. Alter Schwede, was ist das denn hier? Ich glaube, mein Rettich juckt. Alter. Oh, was denn? Klingt irgendwie eklig. Boah, Copper, wir brauchen zwar keins, aber ich nehm's trotzdem mit. Na, wenn's schon mal da ist, in der Anzahl. Aha, was denn? Ah, die Viecher sind hier ganz schön mies, weil die alle Gift machen. Ich bin tot. Oh, doch nicht. Oh. Alter, wie du überlebst, ist mir echt immer ein Rätsel. Ich bin eine Frau, ich weiß, wie man überlebt. Ah, gut, das stimmt. Du bist es ja gewohnt im Dschungel der Großstadt. Ja. Guckst du auch mal Sex in the City mit deinen Freundinnen? Ja. Das war dieser Pferdefilm, ne? Was denn? Nee, stimmt schon. Hast du da jetzt irgendwas assoziiert, oder? Nee. Ah, dann ich doch nicht. Nee, da gab's ja auch nichts. Ich dachte vielleicht, die mögen ja Ponys. Ja, klar. Die hängen ja mit einem rum. Nein, das war gemein, aber irgendwie nicht. So. Das ist die Parker, bist du. Was? Was? Wer? Nee, ein Parker. Ich hab mir letztens einen Parker gekauft. Ach so, ja. Ach, ist käuflich, so ein Parker? Ja. Ach so, wusste ich nicht. Ich dachte, darauf kann man vielleicht beim Rennen wetten oder so. Gage 10 Möhren. Wie wir uns jetzt den Frauenhass hier holen. Oh, da unten habe ich eine tolle Überraschung für dich. Unter dem Sand, weißt du, was da kommt? Hm, was denn? Pudding! Oh, juhu. Ich bin gerade auch bei grüner Erde. Ich glaube, ich bin da auch bald. Boah, Alter. Boah, wie viel Sand kann es überhaupt geben? Auf einem Wüstenplaneten, hm? Zähl doch mal. Schon ordentlich. Ach, Alter. Ach ja, und hier unten ist ja wieder so Kacke. Huch. 35 Kohle. Und vorsichtig, da unten, da ist wieder grünes Wasser, wie ich gerade höre. Oh, nee. Geh so. Rente. Was ist das denn? Diamanten brauchen wir eigentlich nicht mehr wirklich. Ach doch, für den Bohrer natürlich später. Nimm mit. Ja, warte mal, haben wir, ne? Mama. Bobby? Hm? Sag ich doch. Alter Junge. Hm? So, die Kohle bitte. Was reimt sich eigentlich auf bitte? Sitte. Ach so. Okay. Wahlweise auch Gnitte. Oh, jetzt mal eine Quitte. Brigitte kennen wir auch noch. Was reimt sich denn auf Uschi? Hm? Flushi. Bitte was? Kennst du nicht? Nee. Was? Flushi, kennst du? Nee. Was? Hat mir der Rumpel letztens erzählt, keine Ahnung. Ach so. Sushi. Ja, oder? Ja. Was reimt sich auf Uschi und riecht streng? Sushi. Ist doch klar. Alter. Hallalalalala. Was ist das denn hier alles? Boah. Okay. Die ganzen Viecher einfach krepieren nebenbei. Dieser Giftplörre. Boah, hier krepieren echt. Hier sind lauter Viecher links und rechts und alle krepieren gerade in der Giftblöre. Weil ich zufällig mal nicht drin gelandet bin, sondern daneben.
Ah, bis jetzt habe ich noch keine Giftblöre gesehen, zum Glück. Oh, ich auch nicht. Ach, Scheiße. Ja, ja, genau. Die übertreiben so, weißt du? Ja, die sollen doch mal froh sein, dass sie überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja, eben. Vor allem, die leben hier seit Ionen von Jahren im Planeten drin, weißt du? Aber sind alle so blöd, sofort in die Giftblöre zu springen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Also der Realismus gerade von Starbound, wirklich. Wo ist Platinum? Juhu. Kopper brauchen wir nicht, aber was wir haben, haben wir. Nee, ich hab's auch mitgenommen. Ja, was soll's. Wenn wir damit nur die Waffen reparieren. Genau. So sieht's nämlich aus. Oh, Kohle. Boah, wie viele Rohstoffe es hier gibt. Weißt du, wo wir am Anfang in der von Staffel 2 immer gesagt haben, boah, keine Rohstoffe. Ja. Richtig krass. Alter. Ich will da gar nicht in die Giftblöre runter, weil ich dauernd sehe, dass da Viecher sterben. Ich kann das nicht ertragen. War gut, dass die Peter unsere Let's Plays nicht guckt. In Starbound werden außerirdische Lebensformen dutzendweise umgebracht. Finde ich nicht. Aha. Juhu. Boah, sind die Viecher blöd, ey. Das ist echt total bescheuert, wie die so lange da überlebt haben. Das kannst du ja keinem erzählen. Uah. Wie wir so lange überlebt haben, ist mir aber auch ein Rätsel. Poison, leck mich doch. Vergiftung ist ein Thema, das immer häufiger in der Gesellschaft auftritt. Reden Sie noch heute mit Ihrem Kind über Vergiftungen. Ihr Apothekerverband. Tobi, bist du vergiftet? Oh, nein. Oh, oh. Oh, scheiße, ich habe in die Giftblöre reingegraben. Nein. Alle sind vergiftet. Ja. Oh. Ein Schnapperchen. Diese Geräusche immer. Was denn? Welche Geräusche? Ja, genau. Ah, ja, okay. Uiuiuiui, was ist das denn? Na, nicht viel, wie es aussieht. Hätte mehr sein können. Hätte Fahrradkette. Aber man soll sich ja nie beschweren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh, so ein guter Tag. Ah, ich wusste, das ist feindlich. So pixeltechnisch sind die Monster hier aber echt gute unterwegs. Ja, ich habe auch schon 3500 mittlerweile. Ja, ich habe leider nur 2000 und, weil ich ja krepiert bin. Da musst du jetzt aber auch nicht so in die große Glocke. Ich bin Tobi. Tobi, ich bin gestorben. Weißt du, was das heißt? Ich ruf gleich mal Piet Glocke an und dann ist gut. Was? Wieso Piet Glocke? Ja, da kannst du es dranhängen dann. Ach, den großen Piet Glocke? Ja. Kennst du den überhaupt? Piet Glocke? Ja. Hat er nicht immer den Polizeihauptmeister gespielt? Weiß gar nicht. Das war immer einer, der hat immer so Stand-Up-Comedy gemacht und hat immer mit den Armen so rumgefuchtelt. Ja, ja, genau. Und war immer... Ah ne, der Hauptwachmeister war mal ein anderer, glaube ich. Das war gar nicht Piet Glocke, das war, oder hat er den auch gespielt? Ich weiß, nee, der war einfach so ein verrückter Wissenschaftler auch, ne? Ja, genau, genau. Ja, und dann, der hat immer die Sätze auch nicht zu Ende gebracht. Ja, genau. Ja, aber ich fand den echt cool. So, und dann, wenn wir hier spielen, ne, dann kann man auch sehen, dass ja gerade in dieser Position ist es dann ja auch so, nicht wahr, dass man auch erkennt, dass dann gelegentlich eventuell könnte es ja sein, dass man das schon gesehen hat, aber es nie so wahrgenommen hat, dass dann plötzlich auch diese eine Sache da hat man ja auch gesehen, nicht wahr, Tobi? Oder? Sehe ich ganz genauso, ja. Ja. So, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, so ähnlich war das immer. Ja, aber super, ich fand den echt cool immer. Das stimmt, was macht der eigentlich jetzt? Ich hab schon sau lange nichts mehr von dem gehört oder gesehen. Ich glaube, der ist jetzt bei YouTube, ne? Der hat auch noch einen neuen Channel, Smeed oder so. Ja. Hm? Hat ein bisschen gedauert? Ja? Ja. Hm. Oh nein. Soll ich dir was aus der Küche holen? Nee, ich hab mitgenommen.
Viele wissen es ja nicht, aber der Tobi und ich, wir wohnen in einer WG. Ja. In der Weg-G? In der Weg-G, genau. Ja, und wir teilen uns da quasi so ein 2 Meter Wohnklo. Wir haben auch nur einen Bürostuhl. Ja. Sitz nicht auf deinem Schoß. Bitte? Was? Nein. Nein, so ist es auch nicht, das stimmt. Alter, Alter, Rohstoff. Ich weiß entschieden von mir, dass ich rohstoffgeil bin. Der Rohstoffhure. Ja, was machst du denn da die ganze Zeit, hm? Ne? Ja, stimmt, das. Grab ich auch eigentlich nur noch durch Rohstoffe, gar nicht mehr durch irgendwelchen anderen Kram. Ja, dito. Ich suche nur nach Sand, irgendwie große Sandvorkommen und dann lass ich's rieseln, Baby. Ich komme mir gerade vor wie eine Head and Shoulders Werbung. Sebastian Vettel. Oh nein. Aber wenigstens haben sie jetzt mal eine deutsche Werbung genommen. Sonst war das bei Head and Shoulders so, dass sie irgendwelche Ami- oder englischen Werbung genommen haben und haben da drüber gesprochen. Ja, weiß ich nicht. So behindert aussieht. Habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Nee, wir müssen mal gucken, wenn die mal wieder eine neue Werbung haben irgendwann. Ich bin froh, dass sie das Shampoo nicht auf Deutsch umbenannt haben. Kopf und Schultern, oder wie war das? Ja, wer kauft sich das denn? Kopf und Schultern. Ich benutze das neue Kopf und Schultern. Oder kennst du diese Ariel-Werbung? Wo die Alte dann irgendwie in der Waschmaschine am Abdancen ist? Nee. Aber die ist mal richtig assi, die Werbung. Die nervt einfach nur. Wieso tanzt die Alte denn an der Waschmaschine? Ja, die ist dann irgendwie so total glücklich, weil die Wäsche durch Ariel wieder trocken wurde. Und ach dann ja, ja, das ist ja bei Frauen generell so. Danke, Ariel. Die haben, ja, haben sie jetzt die Augen geöffnet. Frauen sind ja glücklich, wenn die Wäsche sauber wird. Ja. Ja, jedenfalls macht die dann irgendwie so das Radio an und dann kommt dann auch noch ihr angeblicher Lieblingssong, das ist so ein Techno-Beat und dann tanzt sie da halt irgendwie voll peinlich hin und her. Das ist so bescheuert. Wahrscheinlich ist der Song irgendwie, geile Wäsche und jetzt zurück in die Küche, du Schlampe. Der neue Hit von Ariel. Ja. Oh. Oh. Ich muss meine Spitzhacke mal ganz machen. Wo kommt der denn her? Na du, dummes Vieh. Oh. Nein! Du bist fast tot. Boah. Alter, ich hab grad gebrannt, weil so ein scheiß Vogel mich angezündet hat, der sich in die Höhle verirrt hat. Das glaubst du ja selber nicht. Oh, Leder. Was? Was? Willst du ja wieder, Leder gefunden. Willst du ja wieder ein Miederchen basteln? Ich glaube, Leder werden wir auch nie genug zusammen haben, um uns sowas zu bauen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Alter, wie viel Damage die hier machen, aber wir haben ja auch noch keine adäquaten Rüstungen. Und das ist echt ein Problem, fürchte ich. Es geht aber eigentlich, also ich komme hier gerade ganz gut durch. Na gut, vielleicht liegt es einmal am Vogel und der hat auch echt mega Damage gemacht. Mega, ey, der hat mega Damage gemacht. Ne? Mega. Verstehst du? Ey, du hast ja mega Damage. Ja. Na, hallo? Alter! Ja, Junge? Boah, ich bin tot. Krass. Wie das denn? Ja, ich hab da voll keine Probleme. Ich bin Ultra-Skillor hier, weißt du? Ich hab einen Block weggegraben und da war Gift und dann hat man mich noch 2 Monster angegriffen. Dann war vorbei. Warum machst du sowas auch? Bin ja nicht nur an einem Monster gestorben, so wie du? Ich bin ja gar nicht gestorben. Wohin? Ach, das weiß doch keiner mehr. Ist doch schon 10 Minuten her. Mich hier beleidigen wollen, obwohl ich hier die ganze Zeit fürs Team grabe, ja? Wer ist denn hier im Untergrund und gräbt Rohstoffe? Du etwa? Nee, die feine Dame ist ja wieder oben, nachdem sie Leder gefunden hat. Holst du wieder den Gagball aus dem Schrank, weißt du? Kleine Roboter-Domina. Ja. Alter, machen die einen Damage! Boah, also ich würde dir empfehlen, nachts nicht hier unten rumzulaufen. Nachts? Es ist nachts. Hi. Oh. Die sind echt mies. Wollte ich nur mal. Oh, tschüss. Hilfe! Weißt du, wie das da hinten aussieht im Hintergrund?
Die stolze Obelisken? Du hast gelacht. Du was? Hast gelacht. Alter! Ne! Boah, was? Der hat mich mit einem Schlag auf einen Dingens runtergehauen und dann kam ich irgendwie nicht da weiter. Au! Boah, das ist doch mega ätzend. Ich kann hier nicht im Delta-Sektor rumlaufen. Ich sterbe dauernd. Ich warte mal hier auf dich. Nee, ich komme nicht mehr runter. Das lohnt sich nicht im Delta-Sektor. Wir brauchen erstmal Meta-Rüstung oder irgendwelche besseren Rüstungen. Ja, das stimmt. Wir das sterben stimmt. zu oft. Dann komme ich mal wieder hoch gebeamt. Höre beamt. Höre beamt. Ich guck mal, du. Was wir hier noch haben, du. Ich guck mal hier die Meta-Rüstung. So ausgebildeten so Mitarbeiter Meta- von K-Class. Also so metamorphorisch gesehen, brauchen wir die als nächstes. Also wenn ich irgendwann mal arbeitslos werden sollte, ne? Mhm. Dann werde ich auf jeden Fall Steinewerfer bei K-Class. Ob die welche anstellen, damit der Leute was reparieren lassen? Ja, das habe ich mich tatsächlich letztens gefragt, deshalb komme ich da auch jetzt drauf. Meinst du, die stellen Steinewerfer an, oder was? Ja klar, so die dann werfen dann so kleine Kieselsteine auf der Autobahn, weißt du? So. Haben die immer einen Job. Steinplatten. Hast du runtergebeamt? Nee, ich heile mich gerade. Ach so. Ja, die Frage ist, der Delta-Quadrant ist ein bisschen gefährlich hier, ne? Zumindest hier so. Ist ein bisschen sehr krass gewesen. Gut, kann auch daran liegen, dass gerade Nacht war. Aber auch ohne die Rüstung, die machen echt mega Damage. Ja, das stimmt. Wir können ja nochmal einen Planeten ausprobieren, aber vielleicht sollte man dann doch lieber einen anderen Planeten wählen und was harmloseres machen. Ich weiß es nicht. Du hast ja noch Geburtstag, du kannst ja entscheiden. Toll, freue ich mich. Ja, das ist ganz gut. Weil vielleicht gehen wir auch, ne, einen zurück, einen Quadranten ist scheiße, ne? Wenn wir da einen zurücklaufen vielleicht, da ja. Erst nochmal. Na, eigentlich sammeln. Ist das gar nicht so scheiße. Ich wollte jetzt hier eigentlich Waffen sammeln. Ich meine, ich habe jetzt eine tolle Waffe gefunden, natürlich. Das ist der Wahnsinn. Ja, die verkaufe ich auf eBay, weil die so gut ist. aber es ist lustig, dass es auch so eine Waffe gibt, ne? So, pfup, so kleine Granatwerfer. Also für mich ist das wie so eine Tennismaschine. Ist eigentlich aber cool, dass es so eine, also verschiedene Arten von Waffen gibt, finde ich wieder gut. Mhm, oh, 226 Titanium-Ohr, das ist natürlich gut. 21 Diamant. So, Dura-Steel. Was kann man denn damit nochmal machen? Neue Rüstung nicht, ne? Steel, das haben wir ja schon gehabt. Titanium. Copper. Alter. Gold. Was denn? Ich habe genau die richtige Waffe für mich gefunden. Alter. Na komm. Komm, Kleiner. Komm. Spüre meine rosa-rote Waffe. Na komm. Wo willst du überhaupt hin? Au. Boah. Aber die macht 58 Damage. Die ist nicht so schlecht, die Waffe. Die ist nur echt schwierig zu handeln. Man muss damit echt ins Monster reintreffen, ne? Ich glaub auch, ja. Alter. Wollen wir jetzt auch nochmal hier langlaufen? Oder wie darf ich das deuten? Was? Hallo. Alter, da sind ja noch zwei. Danke. Boah, Alter, was ist denn hier los? Alter, schon wieder tot. Ey, fick doch diesen Sektor. Das ist doch nicht wahr. Schon wieder tot. Versuchen wir noch ein bisschen weiter zu laufen, zu gucken, ob da irgendwas kommt, aber ich glaube nicht. Wir sehen uns gleich auf dem Schiff. Also mit den Pixeln hat er gut hingehauen, die zu sammeln, aber ich glaube, die machen wir uns ja eh aus diesem Pixel... Gefriemle. Ja, ich glaube, das sollte nicht mehr das Problem sein. Ja. Ich, tu mal das einzig Richtige. Ich du weine. Das tun, was ein Affe tun muss. Ich weine. Huch, weine? Was ist denn? Mit Scheiße werfen. Was? Was?
Ja, hier kommt auch, glaube ich, nicht groß was. Zumindest nicht in der Nähe von unserem Schiff. Arid, Arid. Riesige Palmen. Aber richtig riesig. Was? Was? Hm? Oh, oh. Ich lass mich in Ruhe. Nein! Warum kann ich nicht hoch? Alter! Bist du tot? Oh. Wie du schon weiterfliegst. Oh. Huch. Ich dachte, ich komme dann wenigstens da drüben schon mal an, dass du dich wunderst und das gar nicht merkst. Aber ich kann mich im Flug hier reinbeamen. Das ist irgendwie cool. Strange, strange, strange. Ja. War ja erfolgreich da unten. Ne? Mm. Wir waren richtig gut. Mm. Ich hatte 3500 Pixel und habe jetzt noch 2000. Nee, ich habe nur noch 1000. Wir sind schon Helden. Mm. Scheiße. Habe ich eigentlich? Nee, habe ich nicht. Hey. Hm? Tschüss. Ich wollte jetzt eigentlich so einen Cliffhanger machen. Ach so. Ja, aber dann gucken wir mal kurz. Aber ich muss mein Schwert mal gerade noch tauschen, denn das ist okay. Scheiße. Gut. Was ist das jetzt hier für ein Quadranten? Aua. Das ist der, Klaus-Peter-Quadrant. Der H.P. Oh. Baxter-Quadrant. H.P. Baxter, das ist irgendwie mein Name, den ich mir zum Lachen bringe. Keine Ahnung. Weiß gar nicht warum. How much is that fish? Oh nö, schon wieder grün. Na ihr Lieben. Das Problem ist, wir können jetzt auch nicht viel machen außer suchen, ne? Wir müssen echt, Ja, jetzt machen wir eigentlich doch das, was wir eigentlich nicht machen wollten, ja, zur Vorbereitung. Wir müssten fettere Rüstungen finden. Ein bisschen blöd. Also nicht finden, aber craften können. Na, steckst du fest, Opa? Hast du doch diesen Job im Altenheim angenommen? Oh nein. Bitte kein grüner. Das ist normaler, ne? Das ist bitte normaler. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, hier ist so gerade. Oh! Kommt da irgendwas? Oh, da kommt. Oh, oh, oh. 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 Tja. Unglaublich. Wo bleibst du denn? Ja, ich komm schon. Du hast doch einen tollen Double Jump. Was in der Kiste drin gelassen, das kannst du besser gebrauchen als ich. Hm. So, das stimmt sogar. Ja? Guck ich, ne? Oh, eine Bombe. Ja, zünd die doch hier auf dem Schiff, gute Idee. Weil wenn man genug von den Dingern wirft. Oh, guck mal da oben. Why not? Oh, ein Klo. Unlocks the Quail Greaves Crafting Schematic. Beautiful Storm Shooter. 25. Ist irgendwie nicht so, Nee, das ist ja voll die Enttäuschung. Das ist ja. Warum sind die ganzen Waffen pink? The fuck? Vor allem ist das alles lahm. Philipp? 24 Schaden ist nicht so geil. Nee.
Hm. Physisches Ape Cutter. Glaub, den kaufe ich. Roboter Kackolle. Hm. Warst wohl schon mal hier? Oh, warte, den musste ich mir aber kaufen. Oh. Alter. War nicht so gemein, Jungs. Alter, wie sie alle da. Alter. War echt nicht so gemein. Boah, wie die alle stehen und ballern. Alter. Bist du tot? Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Hartmut? Hartmut kommt vor dem Fall. Alter. Hallo, ich bin Hartmut. Ich bin übrigens auf dem Schiff und du? Ja, ich. Nicht mehr. Ach ja. Boah, Alter, deine Knarre, geil. Geil. Ist schon geil, ist schon geil. Hier ist ein Tagebuch. Lese ich mal eben. Aber so richtig, die Waffen sind nicht so geil, ne? Nee, irgendwie überhaupt nicht. Da würde es sich echt fast noch lohnen, nochmal zurück in den anderen Sektor zu fliegen. Ja, hast ja ein paar Koordinaten vorbereitet. Du hast ja mal mit vorbereitet. Ja, die alle ja nichts bringen. Ja. Alter, ach, die ballern hier die Vögel weg. So, ich mach mal Folgendes. Ich komme wieder runter. Komm mal runter. Ich habe noch Kopper dabei. Kopper. Kopper. Mach einen Kopper, Kopperraum zu. Schucker. Schucker. Mach ein bisschen Schucker. Boah, Alter, was macht ihr denn da? Oh, Beeren. Marke? Mhm. Qualität. Wo bist du denn gerade jetzt? Ich bin noch auf dem Schiff. Ich sortiere gerade ein bisschen mein Inventar unten aus, weil ich so viel Scheißdreck dabei habe. Ach so. Krebs. Mit was? Krebs. Ach so. Kann ja Englisch nicht so gut aussprechen. Ach so. Ja, ja, das stimmt natürlich. Setz True ist... Oh, eine Kiste. Gibt mir Hoffnung. Ja, 5 Kohle und ein paar Pixel. Aua, aua. Mein Arm juckt. So. Dann habt ihr auch Arma 3 heute gespielt, ne? Hier kommen manchmal so eine komischen Klumpen runter. Ist das Regen oder was? Kot. Ich weiß ja nicht, wie bei dir, das will ich gar nicht wissen. Nein, Kot. Wie ist der Kot? Der Kot ist 27. Ja, danke. Was du gleich wieder denkst. Was, 27? Ich sag Kot und dann. Kommst du mir gleich mit, wie das bei dir, also, nee. Was? Wie das bei dir? Wovon redest du gerade schon wieder? Alter, woran du da wieder denkst? Ist ein bisschen widerlich, Tobi. Ist schon eklig, ne? Bisschen. Was du hier so machst. Alter, wie viele noch? Ja, mach doch noch mehr Tiere hier hin. Voll der Zoo. Alter. Du hast gewittert. So, Schlachtbank. Dum 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 dum. Was ist das denn hier Cooles? Oh, ein Haus. Was? Hey. Bist du rechts oben gegangen? Ja, nochmal kurz, jetzt nochmal kurz gucken. Hallo. Aber bei hast du die Zeit im Blick, wie viele Minuten wir sind? Ja, habe ich im Blick. Gut. Wie viele Minuten sind wir denn? Soll ich ehrlich sein oder soll ich vielleicht lieber lügen? Nee, komm, sag, hört mal ehrlich, hört mal ehrlich. Nun, es kommt eine 9 in der Zahl vor. 39? Das ist fast richtig. 49? Das ist richtig. Meinst du, wir sollten schon? Und so? Meinst du? Ja, ich glaube schon, oder? Aber die Zuschauer sind doch gewohnt, dass wir mindestens 3 Stunden aufnehmen.
Ja. Alter, oh, Endgegner, Endgegner. So? Boah, Alter. Boah, leck mich am Arsch. Ich konnte mich gar nicht mehr wehren. Der hat mich in die Luft geschmissen. Ich konnte gar nicht mehr fliegen. Ich habe den fast klein gekriegt. So ein Endgegner-Ding. Ach, so ein Zwischenboss. Ja, ja, die sind immer ziemlich lustig drauf. Und immer, wenn er mich getroffen hat, konnte ich nichts mehr machen. Und dann hat er mich quasi hin und her geschlagen. Das war gemein. Schade. Ich wäre gerne entkommen, aber es ging einfach nicht. Dabei hast du so eine riesige Waffe dabei. Also verstehe ich ja gar nicht. Die macht aber echt gut Damage. Also ich habe den fast runtergekriegt, nur mit dem Rohr. Ah ja, okay. Mit dem Rohr. Kein Rost. Hm? Was? Oh, Lol. Hat irgendwie gepasst. Ach schön. Ja, ein guter Zeitpunkt zu husten. Das stimmt, ja. So. Sehr gut sogar. Ja. Gut, dass ich mein Mikro muten kann. Ja, Tobi? Ja? Sehen wir uns nächste Folge? Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, ja. Ich hoffe, die Folge war unterhaltsam, auch wenn die Koordinaten alle nicht geklappt haben. Es tut mir sehr leid. Ja, war alles scheiße. Ich hätte hier von Miza für die nächste Folge noch eine Koordinate, die wahrscheinlich stimmen müsste im Gamma-Sektor, mit dem Kommentar, fabulöse Einwohner, die ihr noch nie gesehen habt. Ironie oder nicht, vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Ironie oder nicht, die Aussage, ich weiß es nicht. Tschüss! Ja. Ui. Also, immerhin haben wir Rohstoffe, ne? Ja, konnten wir ein bisschen was holen. Und was man im Gamma-Sektor alles findet, boah. Ja, das ist schon richtig. Delta finden wir, also haben wir viel gefunden, vor allen Dingen den Tod. Und jetzt im Gamma-Sektor, gut, da bin ich gerade am Endboss krepiert, aber das war, ich konnte nichts machen, ihr habt es ja gesehen. Und in der nächsten Folge, da gucken wir uns dann die fabulösen Einwohner an, die werden für alles entschädigen, die werden so super, da wird sich das ganze Let's Play überhaupt lohnen erst. Wahnsinn, Wahnsinn, freut euch einfach drauf, das ist der Hammer. Das geht durch die Decke, Alter, wie Schmitzkatze. Boah. Jetzt schon gespannt.